Hallo Leute, hier ist wieder Christian und im heutigen Video gibt es einen kurzen Vergleich zwischen dem brandneuen Apple iPhone 8 und dem Galaxy S8 von Samsung. Ich werde dabei vor allem auf die Performance, Akkulaufzeiten, die Kameraqualitäten und Displays beider Geräte eingehen. Von daher lehnt euch zurück, genießt das Video und viel Spaß! Bei Design und Verarbeitung gibt es nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch starke Gegensätze. Während die Verarbeitung bei beiden Geräten exzellent ist und eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf, könnte das Design nicht unterschiedlicher sein. Auch die neueste Generation des iPhones sieht gewöhnlich aus, kommt dem Kunden irgendwie bekannt vor und hat sich schon seit Generationen genau in dieser Art und Weise bewährt. Beim iPhone 8 ist die Rückseite nun aber aus Glas gefertigt, womit Apples Smartphone erstmals drahtlos geladen werden kann. Das Verhältnis zwischen Display zur restlichen Gehäusegröße ist definitiv nicht gut und beim Blick auf den Kontrahenten sieht man auch, was heutzutage alles möglich ist. Das Galaxy S8 von Samsung hingegen wirkt wie aus der Zukunft. Obwohl das Gerät schon seit mehr als 6 Monaten auf dem Buckel hat, wird es auf der Front von einem riesigen Display begleitet, womit wirklich nur sehr wenig RAM auf allen Seiten überbleibt. Auch hier ist die Rückseite aus Glas, wodurch hier Wireless Charging möglich ist. Stellt man beide Smartphones gegenüber, so spricht man hier von 138,4 x 67,3 x 7,3 mm beim iPhone 8 und 146,9 x 68,1 x 8 mm beim Samsung Galaxy S8. Durch die IP-zertifizierten Gehäuse sind beide Smartphones gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, wobei das Galaxy S8 durch eine höhere Klassifizierung etwas die Nase vorn hat. In technischer Hinsicht verbauen beide Hersteller bei ihren Premium-Smartphones nur beste Hardware. Samsung setzt dabei auf einen Exynos 8895 mit 8 Kernen, bei Apple kommt der neue A11 Bionic Chip mit 6 Kernen zum Einsatz. Wie erste Benchmarks und auch mein Benchmark-Vergleich allerdings gezeigt haben, rammt Apples neue CPU alles in Grund und Boden. Von daher ist mehr nicht immer gleich besser. Zudem gibt's 4 GB RAM beim S8 und 2 GB Arbeitsspeicher beim iPhone 8. Der interne Speicher beträgt bei beiden Modellen 64 GB, kann sich hier wiederum beim Galaxy S8 durch eine MicroSD-Karte erweitern lassen. Alternativ gibt es das iPhone 8 allerdings auch mit 256 GB Speicher. Unterm Strich kann daher gesagt werden, dass die Leistung beim iPhone auch auf längere Sicht durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Hard- und Software deutlich besser ist, das Galaxy S8 aber einen erweiterten Speicher besitzt. Bei der Akkulaufzeit ist es ohne Probleme möglich, auch bei etwas härterer Gangart mit dem iPhone über einen Arbeitstag zu kommen. Bedeutet morgens um 6 Uhr mit 100% starten und abends um 22 Uhr mit 10% ins Bett gehen. Mehr ist dann aber auch nicht möglich. Beim Galaxy S8 sieht es etwas besser aus, da hier der deutlich größer dimensionierte Akku etwas mehr aus dem Gerät herausholen kann. Prozentual gesehen dürfte es aber auch hier etwas mehr sein. Neben WLAN AC, Bluetooth 5 und LTE besitzen beide Geräte zudem einen Fingerabdrucksensor zum sicheren Entsperren. Während das Galaxy S7 dem iPhone 7 noch überlegen war, haben sich hier allerdings die Rollen getauscht. Touch ID auf der Vorderseite ist beim iPhone 8 nicht nur wesentlich besser zu erreichen, sondern auch zuverlässiger und einen Tick schneller beim Entsperren. Beim Soundcheck beider Lautsprecher muss ich auch hier dem iPhone 8 den Sieg zusprechen. Lauter, voluminöser und deutlich besser als selbiger im Galaxy S8. Dem iPhone kommt obendrauf der Stereo-Lautsprecher zugute, der über die Hörmuschel zwar kein vollwertiges Klangspektrum bietet, dafür aber sehr gut die Höhen abbildet. Im Folgenden spreche ich ein Kapitel an, wo ich euch jetzt schon sagen kann, dass das Galaxy S8 definitiv als Sieger hervorgehen wird, nämlich das Display. Mit dem fast die komplette Vorderseite einnehmenden 5,8 Zoll großen AMOLED-Screen hat Samsung ein richtiges Schmuckstück geschaffen. Nicht nur Helligkeit, die Blickwinkelkontraste und auch mit leichten Abzügen die Farbdarstellung setzen Bestmarken und werden aktuell nur durch das Galaxy Note 8 getoppt. Das 4,7 Zoll große IPS-Display des iPhone 8 mit einer deutlich geringeren Pixeldichte wirkt hingegen wie aus der Vergangenheit. Obwohl Blickwinkel und Farbdarstellung sehr gut sind, kommt es bei Kontrasten und Helligkeit nicht ganz an das S8 heran. Vorteil hier allerdings, das Weiß wirkt deutlich reiner. Wer also viel Wert auf Multimedia, Bilder und Videos legt, dürfte rundum mit dem Galaxy S8 vor allem hinsichtlich des Displays etwas glücklicher werden. Bei den Kameras gibt es dann den großen Showdown an richtig guten Bildern auf beiden Seiten. Hier muss ich sagen, dass es nicht wirklich einen klaren Sieger gibt. Mit beiden Kameras könnt ihr richtig schöne Fotos schießen, aber auch Videos kommen sehr gut zur Geltung, wobei hier das iPhone die Nase etwas vorne hat.
Das Galaxy S8 setzt auf der Rückseite auf einen 12-Megapixel-Sensor mit f1.7-Blende. Beim iPhone gibt es ebenfalls 12 Megapixel, allerdings mit einer f1.8-Blende. Hier muss man allerdings anmerken, dass das iPhone 8 nicht nur Videos in 4K in 60 FPS, sondern auch 1080p-Videos mit 240 FPS aufzeichnen kann und dabei richtig, aber so richtig gut aussehen. Das schafft das Galaxy S8 leider nicht. Bei der Bildqualität kommt beim iPhone ein etwas höherer Dynamikumfang zur Geltung und Videos können hier, wie bereits schon erwähnt, in 4K und 60 FPS geschossen werden. Vor allem die Stabilisierung der Videos ist auf dem iPhone richtig genial und ich denke schon, dass man selbst in diesen kleinen Ausschnitten den Unterschied sehr gut erkennen kann. Obwohl die Kameraoberflächen auf beiden Smartphones unterschiedlich sind, finden sich auch Anfänger hier sehr schnell zurecht, wobei das Samsung-Smartphone deutlich mehr Einstellungen zulässt. Bei der Software kann und möchte ich auch nicht allzu viel ins Detail gehen, da beide OS immer noch zu unterschiedlich sind. Beim iPhone werden unter iOS 11 immer noch alle installierten Anwendungen auf den Startseiten abgelegt und können dort in Ordnern sortiert werden. Gleiches ist auch beim S8 möglich, allerdings auch noch mit dem Zusatz, einen optionalen AppDrawer zu nutzen, um so die Startseiten übersichtlicher einzurichten. Ebenso sind dem Nutzer unter Android immer noch mehr Freiheiten gegeben, um sich sein Smartphone persönlicher zu gestalten. Apple hält sein System konservativer, was im Umkehrschluss aber auch eine sehr einfache Bedienung ermöglicht. Im Grunde genommen kann man sagen, dass all das, was Apple auf dem iPhone 8 zum Einsatz bringt, auch mit dem S8 möglich ist, darüber hinaus auf dem Samsung-Smartphone aber noch etwas mehr. Vor dem Kauf sollte man sich daher mal beide Oberflächen und Systeme anschauen, um für sich selbst zu entscheiden, wo die Reise hingeht, denn wer momentan schon iOS zu Hause nutzt, sei es auf einem iPad oder auch vielleicht einem macOS auf seinem MacBook Pro, der sollte vielleicht eher zum iPhone tendieren, wenn man allerdings auf Windows unterwegs ist und auch bisher sehr viel mit Android am Hut hatte, dann eher zum Galaxy S8. Äpfel und Birnen, so ist meist die Aussage von vielen Zuschauern, wenn solche Vergleiche angestellt werden. Ja, der Vergleich des reinen Systems ist schwierig, dennoch kann man Kameraqualitäten, Performance, die Display-Eigenschaften und auch Akkulaufzeiten sehr gut miteinander vergleichen. Bei der Performance sehe ich eindeutig auch auf längere Sicht gesehen das iPhone 8 als Sieger an, da hier mit dem neuen Bionic-Chip und iOS 11 alles butterweich läuft. Beim Galaxy S8 ist das anfänglich ebenso, allerdings lässt hier die Performance mit der Zeit etwas nach. Gegensätzlich sieht es beim Display aus, mit einem eindeutigen Sieg für das Galaxy S8. Hier sieht man, was möglich ist, doch Apple hält an seinem meistverkauften Smartphone der letzten Jahre beharrlich an alten Dingen fest. Auch bei der Akkulaufzeit gibt es einen Sieg für das Galaxy S8. Bei der Kamera allerdings sehe ich in der Tat das iPhone 8 vorne, da es mehr Dynamik bei Bildern zeigt und die Stabilisierung bei Videos besser arbeitet. Da sich bei der Verarbeitung beide Unternehmen nichts nehmen und das Design natürlich Geschmackssache ist, gibt es hier ein Unentschieden. Wie ihr allerdings auch sehen konntet, gibt es sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Gewinner und Verlierer und beide Smartphones haben ihre Stärken, aber auch Schwächen. Ihr solltet daher für euch abwägen, was ihr wichtiger findet, entweder ein Riesendisplay mit toller Ausstattung oder mehr Performance auf die Jahre gesehen oder. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Vergleiches und kurzen Testes des Apple iPhone 8 gegen das Samsung Galaxy S8 und bedanke mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich auch wirklich riesig freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos sehen, ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben verpasst. Bis dahin, macht's gut und ciao.